Red noch mal mit Marius. Was hat die Begutachtung denn ergeben? Und Meister Lokator, kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Ich wollte gerade Zunächst sagen. müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divisch? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divisch erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. Wenn Herr Liebisch Zeit hat. Ich meine, er muss ein Rennen vorbereiten. Wieso den Ruf verschlechtert? Willkommen in Pribislawitz. Oder vielmehr, Warte willkommen bis. zurück in Pribislawitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr, es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge, letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Geld. Ich habe sie verjagt. Ich sag die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit. Oder was ich getan habe, ist nicht wichtig. Sie wollten Ich sag die Lösegeld, da Wahrheit. habe ich sofort gezahlt, weil Marios Leben auf dem Spiel stand. Man sollte den Forderungen solcher Halunken nicht nachkommen. Aber ich bin mir sicher, du hast deine Möglichkeiten genau abgewogen. Zumal ich froh bin, dass Marius wohlauf ist und weiterarbeiten kann. Dein Geldsäckel ist nun wohl leer. Ja, Herr, aber das ist nicht von Belang. Unsinn. Hier, das dürfte reichen. Ich denke, wir sollten nun zusammenkommen. In Naja. welchem Zustand ist Pribislawitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislawitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine jeweiligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Wir haben uns umgesehen. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen könnte. Natürlich brauchen wir eine Kirche. Es wäre schön, die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Das dachte ich mir schon. Wasser und Holz ist reichlich Links ist ein vorhanden. Bach durch, und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Ja, und das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Dem zukünftigen, jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen. Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Die bisher geplanten Bauvorhaben sind allerdings nur der erste Schritt. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen und für mehr Bauernhöfe. Aber für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Wird das nicht um so einen kosten? Ein ganzes Dorf wieder aufzubauen, muss ein Vermögen kosten. Wohl wahr, das wird nicht billig.
Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Wie viel genau? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. Aber ich rechne mit einigen Tausend, wenn nicht gar Zehntausenden Groschen. So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Natürlich müssen wir versuchen, den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marcus. Wie alt es wohl sein mag. Dafür, dass man früher schon wesentlich früher jünger im Alter verstorben ist. Sieht nicht mehr aus wie die 30. Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeiter nötig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Dennoch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rathai eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, aber auch Pflichten haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Sie werden froh sein, Herr. Eine sehr gute Lösung, Herr. Der Mangel an Siedlern Stimmt. hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf menschenleer bleiben wird. Fritz und Matthias sind ja bald arbeitslos. Die sollten ja nur bleiben, bis sie ihre Aufgaben da abgeschlossen hatten in der Mühle. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Das wird unsere Aufgabe. Wenn du dich mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, das werde ich. Wäre es mit dir, Heinrich. Ich wusste es. Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Ich? Wait! Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja, aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich denke also, dass du zurechtkommen wirst. Ich frage mich, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber Herr, ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken. Aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes.
Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also, ich meine, bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Puh, also schön. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rattayer Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Thalnberg zuwenden. Wenn alles soweit ist, lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Oh no, oh no. Als ob wir nicht noch genug zu tun hätten. Also zurück nach Rattay. Drei Wolken? Aber nur, wieso sind hier Wolken? War die Feuer auch schon da? Ich glaube nicht, ne? Sind die an Lagern? Warum ist hier oben kein Lager eingezeichnet? Fragen über Fragen. Wie spät ist es in-game? 13 Uhr bald. Was hatten wir denn sonst noch so für Aufgaben? Das Pferderennen. Ich muss das so machen. Sassau. Rattay. Jetzt. Das Rennen. Partei. Ach so. Ich nehme das erstmal raus. Räuberbaron war in Rattay. Rattay. Das Herbarium. Spüre Krapfen auf, Tierhäute. Ich würde sagen, wir kehren nach Thalnberg zurück. Ich bitte wenden. Wir können ja kurz nichts machen. Da das Rennen eine zeitlich begrenzte Quest ist, machen wir erstmal das Rennen. Naturbursche.
Ja. Ist das richtig? Ja. Die nächste rechts. Okay. Ja. Ist das schon hier? Ja. Okay, okay. Pardon. Wieso sind die... Achso. Wir sind wieder überladen, weil Herr Diebisch uns einiges gegeben hat. Für den Vogt in... Ah, oh, so viele Namen. In Rattay. So, hier wären wir wieder. Haben wir irgendein Buch, was wir lesen können? Wenn auf dem Pferd, ne? Während wir warten. Nein. Gibt es hier irgendein spannendes Geschäft, was wir besuchen können? Während wir warten? Kampfplatz. Bildstock. Nee, nicht wirklich. Könnte man Wege unsere Jagdfähigkeit verbessern. Was denn aber auch? Wie spät haben wir jetzt in Game? Haben wir noch irgendwas, was war? Können wir in die Satteltasche tun? Wieso wird mir denn nicht angezeigt, was wir anhaben? Die haben wir an.
Streitkolben. Muss ich auch nicht unbedingt mit mir herumtragen. Kann ich, wartet mal. Schlafen und speichern. Kannst jetzt nicht länger schlafen. Dann. Was habe ich jetzt gedrückt? Ach so. Dann meditieren wir erst ein bisschen. Du, 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 du. Auf Speichern. Ja, heute. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Quasi. Da denn? Eine Fackel? Lag doch am Abend zuvor noch nicht da. Kann ich die Herren jetzt bestehlen? Ist die jetzt auf? Herren Stefanie? War das hier? Schloss knacken leicht. Hab ich hier damals schon reingeguckt? Ich glaube ja, ne? Aber kein Schmuck. Und hier war schwer, ne? Hier kam ich noch nicht rein. Wo ist denn Herrin Stefanie? Ich frage für einen Freund. Aber sie könnte den Schlüssel bei sich tragen. Guten Tag. Ich habe ganz sicher nichts mit Ihrer. Genau. Das ist eine Spitzenidee. Bist du auch nicht hier in Stefanie? Hier sollte ich auch nicht sein. Okay, bestellen können wir es. Damit
Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Stufen Diebstahl aufwärts. Aus dem Topf essen. Das heißt, ich hätte mir gar nichts kaufen müssen. Ist das Diebstahl? Wie sieht es denn hungertechnisch aus? Sattheit 83. Da, gebratene Ente, die schieben wir uns auch noch in den Rachen. Energie minus 6. Egal. Du bist satt. Okay, du bist Thoras Apfelschimmel. Wo sollen wir beide denn hin? Zum Stadttor. Okay, dann werden wir noch ein bisschen Zeit überspringen. Bin ich mal gespannt, was passiert. Quest begonnen. Ich heiße euch alle zum großen Tallenberger Pferderennen willkommen, bei dem die besten Reiter und Gestüte der Gegend um den ersten Platz kämpfen. Das Schicksal und Glück verhelfen heute niemandem zum Sieg. Nur Pferdeverständnis, Landschaftskenntnis und ein scharfer Verstand. Aber genug der Worte. Werte Sammelt das Band Tallenberger, ein? macht euch bereit. Achtung. Fertig. Los. Ich kann mich nicht umgucken. Ja. Au! Pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Das musst du mir gerade sagen. Ja. Aber wo sehe ich denn den Verlauf der Rennstrecke? Wie kann mir das denn verraten?
wären wir. Los jetzt! Zeig ihm, was du kannst! Dein Arsch in Bewegung! Ach so, okay. Ja. Wie sollte ich mir auf der Karte gucken während des Rennens? Ja. Ja. Ja, dann steh mir doch nicht im Weg. Wir haben hier ein Rennen. Ja. Plöppte der jetzt plötzlich her auf? Oh no! Entschuldigung, Herr Müller. Okay, mindestens zwei Teilnehmer sind im Moment vor mir. Ja, ich weiß. Ja. Oh, halt doch schneller. Ups. Wir sind wieder letzter, ne? Das ist nicht gut. Soll ich mir auf die Karte gucken, glaube ich, während des Rennens? Wo müssen wir denn hin? Okay, das war gar nicht aktiviert. Darum, okay. Was ist? Kommen wir denn über den Berg? Können wir vielleicht über das Gewässer abkürzen? Oh, jetzt reite ich völlig in die falsche Richtung. So, das Rennen werden wir verlieren.
Ja. Ja. Wird ihr jetzt auch wieder gut eingeholt haben, ne? Ja, yeah, wo ist der nächste Halt? Hier ist ein Startpunkt zurück. Ach, dann ist das jetzt Endspurt. Das ist Rennen ja gar nicht so lang, wie ich dachte. Ich komme hier links irgendwie den Berg hoch, dann können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Ja. Nein! Ja. Ja. Sind denn die anderen? Haben wir gewonnen? Gewinne das. Das war aber nicht abgekürzt, oder? Warte. Und da kommt unser Gewinner. Beeindruckendes Rennen, Heinrich. Und auf einem Neuhofer Pferd. Ich muss wohl doch überdenken, wo ich meine Rösser erwerbe. Du wirst also bei Sora deine Pferde kaufen? Ich wäre verrückt, täte ich es nicht. Du hast mir den Wert ihrer Pferde bewiesen. Bitte überbring ihr die Nachricht und meine Grüße. Hab Dank, mein Herr. Ich überbringe ihr deine Nachricht. Wait. What? Huh. Funny, okay. Dann kehren wir mal zu wilden Zora zurück. Bringe, bla 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 bla. Unterwegs, Wolf im Schafspelz. Unterwegs nach Neuhof kommen wir ja beim Dödel wieder vorbei. Okay. Nein, Vollbild. Bin gespannt, was uns Neuhof erwartet. Ja.
Nach rechts, ne? Eigentlich wollte ich hier vorne irgendwie hin. Ich mache jetzt mal so den Dödel hin. Dadurch, dass wir hier so ein bisschen querfeld einreiten können. Genau, wunderbar. So, ja. Jetzt aber. Jetzt rechts. Dann die nächste links. Ja. Hier links. Wir haben auch wieder einige Fähigkeitenpunkte, die wir eigentlich mal sortieren sollten. Ja. Der zappelt wieder. Das ist voll creepy mit dem Bein. Nur ist er tot. Gelobt sei Jesus Christus. Hier ist dein Humpen. Ich habe deinen Humpen. Ah, du bist ja doch kein Taugenichts. Lukesch wird sich freuen, dass ich ihm so tüchtige Leute schicke. Ich schätze, Lukesch ist ein wilderer Kumpan. Also, Wilderer ist ein hartes Wort. Ich würde ihn eher als einen Kerl bezeichnen, der ein Riecher für gute Gelegenheiten hat. Ach, schon darum sollte man den Hund klauen. Und wo finde ich diesen Spürhund von dir? Er wohnt auf einem Hügel nördlich der Burg, in einer kleinen Hütte. Aber sag ihm ja, dass ich dich geschickt habe. Sonst jagt er dich fort. Werde ich. Danke. Ich sollte dir danken. Kann's kaum erwarten, wieder einen saftigen Hirschschenkel zu beißen. Wo ist die Frau, die hier sonst immer steht? Sag bloß, die ist abgehauen. Hast du die zerlumpte Hure gesehen, die hier normalerweise steht? Die ist seit gestern verschwunden. Hab gehört, ihren ehemaligen Gatten hat man tot aufgefunden. Mit abgeschnittenen Eiern. Und seine Frau aufgeknüpft mit ausgekratzten Augen. Das Haus soll ausgeraubt worden sein. Oh, Scheiße. Es soll dort wie in einem Schlachthof aussehen. Keiner kann sagen, ob die alte Hure was damit zu tun hat. Aber ich verwette mein letztes Hemd drauf, dass wir die hier nicht mehr zu Gesicht kriegen. Ich hätte die beiden ruhig mal umbringen sollen. Die Truhe. Scheiße, ich hätte die Truhe durchsuchen sollen. Ah. Hat er eine Quest für uns? Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Hier bei uns? Diese zwei Halunken stören mich am meisten. Kennst du sie? Bestimmt tust du das. Welche zwei Halunken? Wie steht's? Nichts, womit wir... Alles Gute. Wir verrät er uns nicht? Okay, okay.
Heinrich kommt uns besuchen. Ach nein, hätte mir denken können, als ich zwei Halunken hörte. Wie läuft's? Gutes Geld, was? Was? Welches Geld? Oh, pass auf, rede zuerst mit Matthäus. Na gut. Das gefällt mir doch schon wieder nicht. Matthäus! Wo steckt der? Auf gute Gesundheit. Matthäus! Hier ist dein Anteil. Welcher Anteil? Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Irgendwie fiel uns ein Ring in die Hände. Welcher Thomas? Ach, der Müller. Nicht der Müller? Vormann bei der Ledetschkoer Mühle, wo du uns Arbeit besorgt hast. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war es kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Ja, ich will einen größeren Anteil. Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Wer ist Andreas? Andreas? Der wird hier. Man erzählt sich alle über ihn. Ach ja. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Ein Bier für dich. Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst... Sag schon. Wieder ausgeheckt. Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. Und drauf ist. Artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle malochen. Wobei ihr der Müllers Tochter schöne Augen gemacht habt. Und habt der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, glaubt mir das auch nicht in Schlaf. Mir gefällt es nicht. Ach komm, ich sag's. Es wäre dennoch Raub. Wach auf, um Himmels Willen. Es herrscht Krieg. Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt. Juckt dich das überhaupt nicht? Gern geschehen. Und wie mich das juckt. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Skalitz. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich es allein tun muss, ich werde mich rächen. Tut mir leid. Wir lassen diese Hundefangsätze zittern. Wir lehren diese Hunde das Fürchten. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. Was wollt ihr denn unternehmen? Der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Das gefällt mir nicht. Wieso weniger? Weil wir ihn verscherbeln mussten, verflucht.
Und vergiss nicht, wir hätten dir gar nichts geben müssen. Und mir hättet ihr keinen Job bekommen. Und wie habt ihr es mir gedankt? Dann laufen wir wieder raus. Hallo Andreas. Zu dir komme ich gleich. Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Wegen eures Plans. Ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. Warum wollen mich ja alle zum Teufel jagen? Schließe einen Handel ab. Da bin ich wieder. Fritz schickt mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Nein, ich wollte jemanden... Ja, aber sicher ist der süffig. Hab ihn gleich da hinten. Rede ich mit einer Wand? Du müsstest uns jedes Mal sagen, wenn... Spitz die Ohren, du Dummdödel. Ich will hier nicht palavern. Oh. Komm mit nach hinten, um Herrgotts Willen. Ja, sicher. Ich komme. Keine schlechte Idee. Alles Gute. Da stand ich aber auf dem Schlauch. Ich mache auch die Tür zu. Ja, schließen. Schließen. Wo ist er hin? Da. Hm. Fritz hat dich also geschickt? Ja. Das war seine Idee. Hör mal. Ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Wir wären zu viert und es herrscht Krieg, verflucht. Niemand würde uns erwischen. Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman. Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts, verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Späher oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichte Beute machen wollen. Selbst Kumanen müssen mal schlafen. Das macht Sinn. Komm hoch. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch. Eine Quest abgeschlossen, 3 neue. Ich sag's euch.